Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls. Ja, und wir machen gleich hier weiter mit dem rauen Halsbruger. Oh Mann. Naja, gut. Wir haben ja im letzten Teil Rhea befreit. Das heißt befreit, wir haben halt ihre ehemaligen Wächter getötet. Sie wird da schon alleine klarkommen. Ich habe da Vertrauen drin. Nee, sie kommt schon klar. Deswegen, die Charaktere hier, wenn man die befreit, die sagen immer sowas wie, ja, wir sehen uns dann dort und dort. Und ich komme schon klar, brauchst mich nicht zurück eskortieren. Das wäre ein bisschen komisch. Ich glaube, auf diesen schmalen Kanten und wenn es dann noch so ein bisschen glitchy ist, wenn man da noch Leute eskortieren müsste, das wäre echt die Hölle. Das wollte ich gar nicht, Leute. So, komm schon. Eins noch. Ja, ich mach die lieber so. Ich bin da faul und vorsichtig. So, das war's nämlich. Jetzt können wir da aus dem Loch raus. Und jetzt seht ihr auch der Weg, der sich öffnen wird. Denn wir hätten eigentlich schon viel früher hier runtergehen können, als wir nämlich dorthin gegangen sind, wo die göttliche Glut lag. Da kann man einfach hier auf die Mauer einschlagen und zack, ist man draußen. Ihr seht es hier neben. Da geht's runter in diesen Raum mit den ganzen Skeletten und ja, könnt ihr euch diese Stelle hier vormerken. Wenn ihr da schon früher runter wollt, aber ich sehe da keinen Sinn drin, also naja. So, wir gehen nochmal ins Leuchtfeuer. Kurz ein bisschen auffreshen. Für das, was ich noch tun werde, muss ich auch menschlich werden. Deswegen habe ich immer so ein bisschen Bammel, dass mich wieder einer invasiert, irgend so ein böser, böser Mensch. So, und jetzt gehe ich erstmal mit Patches reden. Na? Well, let's just calm down. Talk about things. I did you wrong, but I didn't mean it. These temptations, they can, well, overcome me. Ja, you and me. Ja. Achso, was hat er jetzt gesagt? Keine Ahnung. Oh, brilliant. A second chance. Achso, genau, er fragt euch, ob ihr ihm vergebt. Entschuldigung. Oh, hätte ich es beinahe verhauen. Zum Glück habe ich mich noch daran erinnert. Auf jeden Fall, Patches hat sich ja nur einen Spaß mit euch erlaubt. Das hat er übrigens schon in Demon's Souls gemacht, wenn ihr euch noch erinnert an den Schrein der Stürme war es, glaube ich. Genau, Schrein der Stürme, da tritt er euch auch ein Loch runter. Wenn ihr ihm verzeiht, gibt er euch was dafür. Und... Ja. Ich habe ihm schon verziehen. Also wichtig, wie gesagt, ihr habt es im letzten Video gesehen. Wenn er euch fragt, seid ihr ein Priester, sagt auf jeden Fall nein. Wenn er euch dann um Vergebung bittet, sagt ja und ihr habt ihn später am Feuerbandschrein als Händler sitzen. Okay, warte mal, wie komme ich jetzt... da oben ist ja auch noch ein Item. Ich glaube, komme ich da überhaupt noch hin? Ich bin gerade verwirrt. Nee, komm, ich hol's mir nicht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war nur eine Seele oder so, das Item da oben. Denn jetzt wird's interessant, Leute. Wir gehen auf den Endspurt zu Nito zu. Und hier sind überall diese großen, ich nenne sie mal Wauwaus, denn es trifft's, glaube ich, ganz gut. Seht ihr diese vier, also auf vier Beinen stehenden Typen? Die sind so gefährlich, wenn sie ihre Wutattacke machen. Dann hauen sie 4-5 Mal zu und dann seid ihr wirklich so gut wie tot. Also das ist hammerhart, was das für einen Schaden verursacht. Also, wenn es geht, nicht vor sie stellen. Denn sonst seid ihr ruckzuck Hundefutter. So, jetzt warten wir ganz kurz. Hört ihr das schon? Was wir jetzt nämlich tun, wir drehen direkt um. Wirklich direkt umdrehen, glaubt mir lieber. Geht nicht weiter, denn sonst wird das ein richtig, richtig harter Kampf. So, jetzt warten wir kurz. Der Blödmann dann nicht mehr auf uns schießt. Seht ihr, was da angelaufen kommt? Oh, ja, ein schwarzer Ritter. Hätten wir den auf dem schmalen Steg eben bekämpft, dann wäre es böse für uns ausgegangen. Ich habe schon ein paar Mal probiert, glaubt mir. Ich bin da dummerweise schon dran gestorben, weil ich nicht mehr dran gedacht habe. Und das ist extrem peinlich, wenn ihr das Spiel wirklich wie eure Westentasche kennt. Denkt dann nicht mehr an so blöde Gegner wie den Arsch hier. Ja, ja, das ist nicht lustig. Aber wir machen mal die berühmte Endlos-Backstab-Methode. Die ist eigentlich ganz einfach, habe ich ja, glaube ich, schon mal erklärt. Und zwar einfach immer um 180 Grad um den Gegner rumlaufen, da wo er hinfällt, weil die Gegner drehen sich in der Regel immer wieder zu euch zu mit dem Gesicht. Ja. So, was wir jetzt machen, wir gehen durch diese Mitte hier, ganz schnell, weil auf beiden Seiten sind diese Hundis wieder. Und wir laufen dorthin, da kam nämlich auch der schwarze Ritter her. Schaut es euch ruhig nochmal an, wenn das jetzt verwirrend war. So, hier gibt es nämlich das Effigy-Schild. Ich glaube, wie heißt das auf Deutsch? Erscheinungsbild. Schild. Erscheinungsschild. Ich weiß nur... Auf Englisch heißt es Effigy. E-F-F-I-G-Y oder so. Boah, jetzt kommt der hier. Na, der ist... Haha, der hängt fest. Guckt es euch an. Na. Oh, du blödes...
Den hole ich mir auch gleich, den Schützen, wartet's nur ab. So, erst nochmal blocken. Komm. Wieder Hund. Und futsch. Ja, ja, die Typen, die können einem wirklich Albträume bereiten. Was die für einen Schaden machen, das ist abnormal. Da braucht ihr echt schon eine der besten Rüstungen. So, wir folgen dem Weg weiter. Ach nee, aua. Hört mal auf, du Schwein. Ich glaube, hier ist sonst... Nee, hier ist nichts. Wir müssen darüber auf die Seite. So, immer am Rand bleiben, dann ist es recht unwahrscheinlich, dass ihr hier Gegner anlockt. Aber ohne geht's, glaube ich, auch nicht. Von daher... Machen wir den mal eben, komm. Mein Skelettfreund. Ja, ich verschwende jetzt reichlich Magie, das weiß ich. Ich brauche die aber nicht mehr so weit. Weil Nito mache ich dann wahrscheinlich eben Nahkampf. Und ich habe gleich nochmal ein Leuchtfeuer, das werde ich euch noch zeigen. So, den machen wir auch mit Magie. Was ich euch nur empfehlen kann, holt euch das Ding da drüben, was da so leuchtet. Ich zeige euch auch, wie das geht. Und zwar, wir nehmen hier einfach ein bisschen Anlauf, schauen erstmal kurz die Lage. Das sieht so aus, als würde man hier nicht hochkommen, aber das geht. Man kann sich da hochbacken, glaubt mir. So, jetzt machen wir das so. Und springen und dann seid ihr oben. Achtung, wenn ihr den Ring nehmt. Der silberne Schlangenring, der gibt euch nämlich mehr Seelen. Am besten gleich abhauen oder ihr macht diese Viecher hier kaputt. Ich würde erstmal empfehlen, abzuhauen. Uah. Weil die sind echt gefährlich. So, ich mach's so. Oh, dieses blöde Skelett schießt halt noch die ganze Zeit auf mich da oben. Ist jetzt sehr unangenehm. Ja, immer ein bisschen ausweichen und dann geht das. Ups. Ja, ja, ja. Jetzt seine Pfeile behalten. Das liebe ich so an den Seelensperren. Die schießen nämlich durch die Gegner durch. Ich weiß noch nicht ganz, ob es auch mit Schilden klappt. So, nehmen uns noch hier den weißen Brocken. Ich wusste gar nicht, dass die das droppen jetzt, die Viecher. Na gut. So. Und dann geht es den Weg hier wieder zurück. Und zwar könnt ihr gerade hier runterrollen. Zack, und dann sind wir schon wieder da, wo wir rausgekommen sind. Also wo wir hergekommen sind. Er gesagt, nämlich hier. Da sind wir ja hochgesprungen. Oh, guck mal, hier sagt schon einer. Versuch's mit Springen. Das ist mal ein guter Tipp. Das ist sehr nützlich. Muss ich schon sagen. So, dann trinken wir erstmal was. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Nein, ich hole noch ein paar Sachen. Und zwar geht ihr weiter diese Schräge runter hier rein und hier gibt es nochmal einen weißen Brocken. Kann man sich holen, muss man aber nicht. Ich brauche sie nicht, weil ich will ja keine göttliche Waffe. Ach nee, warte. So, ja, ich habe jetzt irgendwo noch Items vergessen, das weiß ich wohl, aber... Genau, hier rechts am Rand bleiben, dass die Viecher euch nicht angreifen. Und dann hier rein. Und wir kriegen noch ein Item, und zwar die Ritterseele, aber wir gehen nochmal weiter runter. Denn hier ist noch was Schönes. Und zwar... Hä? Was ist denn das Leuchtfeuer? Bin ich jetzt blöd? Ja, ich bin blöd. Ich muss nochmal zurück. Ach Leute, ich bin so verplant heute wieder. Ah, nee, nämlich hier geht's lang, oder? Warte. Wartet. Wieder am Rand entlang? Genau. Nö. Bin ich jetzt mit Schuggel? Ja, bin ich wohl. Warte. Hier, Leuchtfeuer. Hier ist es. Genau. So, können wir nochmal aufsteigen? Warte, habe ich jetzt genug Seelen beisammen? Müsste ich eigentlich, oder? Oh, Leute, das macht mich total fertig. Ich muss eigentlich ins Bett, aber gut. So, was brauchen wir denn noch an Seelen? Schauen wir mal ganz kurz. Noch 12.000. Oh Gott, ne, die muss ich doch zusammenkriegen. Bitte lass das... Oh, sogar noch mehr. Oh, guck mal. Hey, Kumpel. Hast du eine Ritterrüstung an? So. Ja, man könnte es sich nur einfacher machen, wenn ich mir die auf Quickslots lege, aber... Nö, habe ich keine Lust zu. So. Ja, es ist ein bisschen viel an Seelen, aber das... Jetzt passt's. So. Dann würde ich sagen, ich nehme nochmal Intelligenz. Ja, ich... Wenn ich 44 habe, gehe ich wieder auf Beweglichkeit, versprochen. So. Jetzt, wie gesagt, wird es ein bisschen kritisch. Ich kehre die auf... Oder, ja, ich kehre mich halt wieder zum Menschlichen um. Ich bin mal gespannt. Jetzt kommt wahrscheinlich direkt so, Geist invasiert euch von... Bla, Finstergeist. Naja. So, was wir machen, wir gehen wieder hier runter, diese Schräge. An der Wand entlang. Immer an der Wand entlang. Hier auch.
Ihr hört's da oben schon, die randalieren wieder, die Kerles. Uah. Jetzt kommen sie auch noch hier runter. Oh. So, hier können wir auch gleich runter ins Loch. Ups. So, wunderbar. Warum habe ich mich jetzt menschlich gemacht? Das zeige ich euch. Und zwar nur aus einem Grund. So, die kann ich jetzt nämlich ausziehen, die Mütze. Ich ziehe mal die Krone an. Ja, hier sollten sie nicht hinkommen, die großen Wauwaus, weil dann fallen sie hier runter, weil die sind viel zu fett für diese Strang, für diese Seite da. So, was steht denn hier noch Schönes? Du brauchst Hülle. Ja. So, wir laufen jetzt nämlich gerade hier vor. Und da kommt schon der Paladin Leroy. Jetzt zeige ich euch nämlich endlich, wie ich zu meiner Rüstung gekommen bin, die ich als eine der besten Medium-Rüstungen erachte. So, wir töten den Fuzzi und er hält mal gar nichts aus. Kriegen dafür noch sein Schild und seine Waffe. Die Waffe, weiß nicht, ich wollte sie schon immer mal ausprobieren, aber ich habe die Stats nie gehabt, weil man braucht, glaube ich, 50 Stärke. Ihr seht's, Grunt und 30 Willenskraft. Ich bin ja nicht so der Willenskraft-Freund. Aber das Schild ist ganz nett, Sanctus, denn das hat eine Lebensenergie-Regeneration. Ja, eine legendäre Waffe des Weißen Pfades, die einst einem untoten Paladin gehörte. Vor langer Zeit gesegnet mit dem Schutz der Weißen Flamme ist seine Macht verblasst, sodass es nur noch eine geringe TP-Generation verspricht. Ja, wie gesagt, ich finde es jetzt nicht so knogger. Ja, aber ihr seht es auch schon, das hat sehr wenig Haltung, 51. Gut, mein Silberritterschild ist plus 5, aber naja. So, ich rüste auch mal hier mein Blutschild aus. Hier, das habe ich aus dem, aus der gemalten Welt. Wenn ihr euch vielleicht noch erinnert, da habe ich das gezeigt. Und das ist sehr gut, weil das hat Blutungs-, Toxin- und Giftresistenzen. Das werde ich brauchen bei Nito. Ich meine, es wäre eigentlich besser, wenn man hier ein bisschen Dings nimmt, Stabilität, also Haltung. Aber gut, ist mir eigentlich wurscht. Geht auch so. Ich habe es lieber auf diese Weise so. Ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, wo ist die Rüstung, von der ich gesprochen habe? Ja, die kriegen wir jetzt erst nach dem Bosskampf mit Nito. Also nicht wundern. Zeige ich euch gleich. Und das ist meines Erachtens, wie gesagt, die beste Rüstung. Könnt ihr mit Funkeltitanit aufwerten. Wie ihr das entspannt oder einigermaßen entspannt farmen könnt. Oh ja, seht ihr, da geht's schon los. Da kommt schon wieder so ein Vogel hier. Ich weiß, er wird mich töten. Okay. Oh, Entschuldigung. Ja, Leute. PvP in Dark Souls, ne? Ich sag's oft genug. Oh. Oh. Alter. Nicht, dass ich jetzt auch noch sterbe. Wenn ich mich so billig über den amüsiere. Ja. Das ist eine fiese Stelle. Das Vieh hier verschwindet jetzt übrigens, also keine Sorge. Ihr wartet einfach, bis der seinen Pfeil abschießt und dann durchrennen. Schnell, 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 schnell. Es sind nämlich wieder zwei Skelette, einer mit Schwert, einer mit Bogen und die wollen euch nur verarschen, glaubt mir. Soll ich nicht drauf reinfallen. Einfach durch und dann seid ihr in Sicherheit so einigermaßen. So, dann holen wir uns zuerst mal die Seele. Oh, jetzt habe ich wieder Halsschmerzen vom Lachen. Ganz schlimm, Leute. So. Jetzt gehen wir nämlich hier durch. Achtung, diese kleinen Kinderchen da unten im Wasser, die haben auch Toxin, wenn sie euch treffen. Aber dazu komme ich jetzt gleich. Das ist meiner Meinung nach eine der besten Stellen, um Menschlichkeit zu farmen. So, erstmal hacken wir die ganzen Typen hier weg. Hier könnt ihr nämlich mit ein bisschen Glück die anderen Masken noch bekommen, die euch vielleicht noch fehlen. Das heißt jetzt die des Vaters und der Mutter, wobei ich die der Mutter eigentlich ziemlich blöd finde. Weil die gibt, glaube ich, eine geringe TP-Menge oder sowas, also Maximum. Hier gehen die Frames wieder in den Keller, sag mal. Mein lieber Herr Gesangsverein. Also wie gesagt, die des Kindes ist ganz gut, wenn ihr Ausdauerregeneration braucht. Hier seht ihr das Maske der Mutter. Die des Vaters ist ganz gut, wenn ihr auf Havels Ring oder den als Bonus zu Havels Ring noch mitverwenden wollt. Naja, guck mal, was für Skelette hocken. Die sind alle futsch, wenn ich drüber laufe. Wir holen uns die Seele hier. Und wichtig für manche, die sich jetzt die göttlichen Waffen aufrüsten wollen. Einfach hier reinrollen. Und da finden wir eine weiße Scholle. Das ist, glaube ich, die einzige Stelle im Spiel, wo man sie so aufsammeln kann. Bei den anderen muss es droppen von Eidechsen, glaube ich. Nagelt mich nicht fest, das sage ich oft genug. Ich weiß, ich sage hier nicht immer alles hundertprozentig korrekt, wie es auch ist, aber ja, ja, jetzt kann ich es blöd demonstrieren. Ich habe meinen goldenen Schlangenring in der Kiste gelassen. Auf jeden Fall. Ich zeige es. Da ist er schon, so einer von den Mistviechern. Ihr seht's, Achtung.
Ich guck mal, vielleicht habe ich Glück. Ich habe genug Menschlichkeit. Nee, habe ich nicht. Kein Glück. So, wir hauen die Viecher nämlich kaputt. Die geben nicht viel Seelen, aber achtet mal kurz drauf. Ah, habt das gesehen? Menschlichkeit stand da. Das ist schon wieder ein guter Tipp. Ihr müsst nämlich schnell sein. Die Viecher, die haben... Na, die haben die Menschlichkeit zwar bei sich, also die droppen die quasi, aber wenn ihr nicht schnell genug seid... Oh, da unten. Habe ich ja noch eine Seele vergessen, sag mal. Oder ist das ein weißer Brocken? Weißer Brocken. Die gibt es hier massig. Ist immer so ein kleiner Hinweis, irgendwie. So, ihr müsst, wie gesagt, schnell sein, denn diese Viecher lösen sich ziemlich schnell auf wieder. Und dann könnt ihr ganz einfach die Menschlichkeit von ihnen sammeln. Ist irgendwie komisch, dass ausgerechnet Ratten und diese kleinen Viecher hier am meisten Menschlichkeit fallen lassen, aber die Entwickler haben sich vielleicht was bei gedacht, man weiß es nicht. Nee, also wenn ihr Menschlichkeit farmen wollt, geht hier runter zu Nito, kann ich euch nur empfehlen. Ne? Was auch gut ist, wenn man sie auf einen Haufen lockt, denn wenn sie alle auf einmal von allen Seiten kommen, dann seid ihr schon so gut wie tot. Weil dieses Toxin, oder was heißt tot, aber ihr seid auf jeden Fall vergiftet. Auch mit dem Schild. Ich will es jetzt nur mal zeigen, normalerweise tropfen die das massig hier. Ihr müsst halt den goldenen Schlangenring und das Symbol der Gier anhaben dabei. Problem ist halt, ihr kommt hier ganz schwer her, also außer oben am Leuchtfeuer habt ihr dann keine Möglichkeit. Naja. Achso, jetzt gehe ich gerade zurück, warte mal, haha. Ach, da oben ist ja noch was. Ein Loot sozusagen. Ihr könnt natürlich auch hier rüber, da müsst ihr nicht unten durchs Wasser. Ich gehe trotzdem immer unten durch, das ist so Angewohnheit. Achtung, jetzt kriege ich noch die Maske des Vaters, das wär's ja. Nee, weißer Brocken. Verdammt. Okay. So, das müsste jetzt eigentlich noch genau passen für den Bosskampf. Der ist nicht schwer, der ist eigentlich sogar recht leicht, finde ich, Nito. Und zwar, sein Schwert macht Toxin, deswegen habe ich jetzt auch das Schild angezogen. Ist halt sehr gut als Verteidigung, hier seht ihr genannt, was der braucht. 30 Wille und 50 Stärke, wenn ihr mal anziehen. Seht das mal an, was für ein Teil das ist. Und ich schlag damit sowieso ein Besoffener. Keine Ahnung. So, ich nehme mal wieder meinen Finstertöter. Den habe ich ja schon erwähnt, der hat ja göttlichen Schaden. Den brauchen wir hier, oder können wir hier sehr gut nutzen natürlich. So, was brauche ich noch? Achso, genau, ich wollte mir noch meinen Schutz geben. Mein Fallschadenschutz. Ja, pass auf, Boss. Ah, ich bin so doof, jetzt habe ich hier... Na egal, ich will es ja eben mit Nahkampf machen. Geht nämlich ziemlich gut. Also Nito, ich weiß nicht, das ist mit dem Feuerrad eigentlich schon einer der leichtesten Bosse. Eins der schwersten Gebiete, aber eins der leichtesten Bosse. Irgendwie. Achtung, vor dir Abgrund. Ja, deswegen, besser ist es, ihr macht das hier. Wutsch. Und jetzt könnt ihr runter, ohne dass euch was passiert. Weil es zieht normalerweise also recht viel Lebensenergie ab, finde ich. Also unverschämt viel. So, das kürzen wir mal ab. Jetzt warten wir nämlich ein bisschen. Nicht zu weit vorgehen, denn sonst kommen noch große Skelette. Ihr solltet übrigens auch an dieser Stelle schon blocken die ganze Zeit, denn... Er macht gerne seinen Schwerttanz. Das ist ein Wunder, das kriegt ihr, wenn ihr bei Nito im Covenant seid. Und da kommen sie schon, seine Skelettchen. So, die haben wir kaputt. Normalerweise belebt er die nämlich die ganze Zeit wieder. Aber diesmal nicht. Oh, und da trifft er mich. Seht ihr, das meine ich. Das ist ein Wunder, wie man so schön nennt. Ich weiß auch nicht, ob ich das so wunderbar finde. Hey, ich habe doch geblockt. Warum kriege ich jetzt Toxin? Ah, und jetzt erwischt er mich auch noch. Was ist das denn? Nicht knuspern. Guck mal, er zerquetscht mich gerade. Aber ich glaube, das, ne, das zieht nicht so viel ab. Das täuscht. Ja, Nito ist eigentlich, wie gesagt, einer der leichtesten. Also immer an ihm dran stehen und dann drauf hacken. Ah, warte mal. Ich werde mal doch lieber meinen Uchigatana nehmen. So, wenn er das macht, hintergehen und blocken. Auf jeden Fall. Denn, oh, ihr seht es, das macht recht viel Schaden. So, dann wieder ran und wir hacken ihn klein. Oh, wisst ihr was? Ich glaube, ich ziehe doch mal lieber meinen. Oh, ich habe doch geblockt. Nee, habe ich nicht, weil ich im Menü war und beide Hände hatte. Okay, boah, warte, ich mach das jetzt, ganz feige. Ich mach das mit Magie, denn normalerweise ziehe ich ihm da viel mehr ab. Oh, ich habe geblockt. Oh, nee, habe ich nicht. Ich war im Menü. Das hasse ich, wenn man hier so oben noch dieses Menü, diese Menüleiste auf hat, dann kann man nicht richtig blocken. Aua, aua. Ja, seht ihr, deswegen braucht ihr ein recht gutes Schild hierfür.
Ah, guck mal, mit Magie ziehe ich immer viel mehr ab. Und er mir auch. Wenn ich mich treffen lasse. Ja, am Ende vergeige ich es noch. Warte jetzt ab. Ich sag mal jetzt lieber nicht, dass er ganz einfach ist. Das sage ich oft genug. So. Hier haben wir ein Stück hier hinter. Ah. Ihr seht halt nichts, ne? Ihr seht wahrscheinlich auch nicht viel, weil das ist immer das. Man sieht hier als bei den Bossen sieht man eigentlich immer nur die Füße, sage ich mal. Immer nur den Unterteil, wenn man zu nah dran steht, weil die so groß sind, einfach nur. So, das war Nito. Pfeife. Wenn er stirbt, sterben übrigens auch seine ganzen Skelette mit. Also keine Sorge, wenn ihr keine göttliche Waffe habt, das ist nur so ein Tipp. Dann habt ihr es nämlich leichter. Naja. So, jetzt komme ich aber endlich zur Paladin-Rüstung. Seht mal, da hat schon... Oh, da hat schon eine Nachricht geschrieben. Schatz, das ist ja nett. So, was ich nämlich jetzt mache, ich werde mal kurz ins Menü gehen, neu laden und dann seht ihr nämlich, was hier Schönes liegt. So, und da sind wir wieder. Ich habe nicht getrickst, sonst, also keine Sorge. Ich habe einfach nur das Spiel neu geladen. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen doof, dass man nach manchen Events erst das Spiel laden muss, dass was passiert. Und zwar haben wir jetzt diese Leiche hier und wir kriegen die Paladin-Rüstung. Die ist allerdings noch nicht verstärkt, so wie meine. Das könnt ihr ja dann machen beim Riesenschmied oder... Naja, ich muss mal schauen, wo ich als nächstes hingehe. Ich habe ja angekündigt, Sif kommt jetzt erst. Der Riesenwolf, den brauche ich nämlich für die Four Kings. Dass ich dort mit dem Abgrundschreitenring weiterkomme. Aber ich würde sagen, ich steige erst nochmal ein Level auf. Oder beziehungsweise zwei. Warte mal. Ja, okay, das mache ich aber offscreen. Leute, ich sag schon mal, bis zum nächsten Mal mit Dark Souls.